Ich habe es gerade gesagt, die Uhren sind gerade umgesprungen. Ja. Historisches Datum. Der 9. November hat gerade begonnen. Reichspogromnacht. Und viele, noch eine ganze Reihe anderer Daten. Genau. Aber speziell darüber würde ich gerne mal mit Ihnen sprechen. Ja, ja. Sie waren damals 6 Jahre alt. Ja, ich habe das nicht wahrgenommen. Mhm. Aber später in der Nazizeit habe ich doch gemerkt, die jüdischen Mitbürger aus dem Haus in der Umgebung verschwanden. Und das haben Sie mitgekriegt? Ja, und meine Eltern haben gesagt, da passiert Schreckliches. Und ich habe jetzt entdeckt einen Ausspruch von Heuss, der 1952 das Lager Bergen-Belsen besucht hat und einfach gesagt hat, Theodor Heuss, ne, Bundespräsident, der Mann, ja, einfach gesagt hat, wir haben davon gewusst. Die Pogromnacht haben wir erlebt, aber was dann passiert ist, wir haben davon gewusst. Sie sagten gerade, Ihre Mutter, oder wer hat das gesagt, da passiert Schreckliches? Ja, meine Mutter, meine ganze Umgebung. Ja. Ich habe gefragt, wo sind denn meine jüdischen Freunde? Ja. Mhm. Und ich meine, Hitler hat doch alles gesagt. Mhm. Er hat gesagt in meinem Kampf, er wird die Juden ausrotten. Und die Menschen haben ihn 1930 überwältigend gewählt. Und ich habe die älteren Leute nach dem Krieg gefragt, warum habt ihr ihn denn gewählt? Ja, wir haben protestiert. Ja, sage ich, protestiert. Wenn wir das gewusst hätten, was der Mann anrichtet, diesen Weltenbrand, diesen Holocaust, hätten wir das doch nie gemacht. Und das sollten wir uns heute beherzigen. Wir haben keinen neuen Hitler. Aber die Leute, die jetzt glauben, sie könnten bei Systemverächtern andocken, weil sie protestieren, müssen sich überlegen, was sie anrichten. Ich meine, es ist ein sehr interessanter Hinweis. Haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Uwe Wittstock, glaube ich, Februar 33, gibt ein tolles Buch zu dem Thema. Die Nazis haben einen Monat gebraucht, um dieses Land so zu verändern, dass sie faktisch nicht mehr von der Macht wegzukriegen waren. Ja. Ein ja. Monat, so ja. schnell ging das. Ja. Und das Argument, das man heute gelegentlich hört, wenn wir mal die Analogien, die Parallelen zu heute uns anschauen, Herr Baum. Und ich merke, dass Sie da was treibt. Und deswegen veröffentlichen Sie im Moment unglaublich viel. Und man hat das Gefühl, Sie sind in wirklicher Sorge. Sie sagen sogar, mir macht das Angst. Ja. Jemand wie Sie, der so viel erlebt hat, der an der Hansader Mutter aus dem brennenden Dresden geflohen ist, der sagt, mir macht das heute Angst. Ja. Da hört man natürlich hin. Und ich weiß, dass damals eines der Argumente war, das beschreibt Wittstock auch, wenn die Nazis, wenn der Hitler da mal an der Macht ist, dann wird sich das entzaubern. Dann werden wir ganz schnell merken, die können das nicht. Und dann werden die ganz schnell in der harten politischen Wirklichkeit ankommen. Ja. Und das Argument ist natürlich falsch. Und das ist ein Argument, das man heute auch immer wieder hört. Lass die mal probieren, lass die mal Landtagswahlen gewinnen, diese AfD. Ja. Und dann werden die sich schnell entzaubern. Genau so ist es. Und deshalb bin ich so erschrocken. Wissen Sie, es ist ein schleichender Prozess, nicht nur in den Wahlergebnissen der AfD. Es ist eine Strömung hin zu Systemverächtern. Ich sage jetzt sogar, Herr Lanz, die Bindungswirkung des Grundgesetzes lässt nach. Auch durch diejenigen, die einfach gleichgültig weitermachen und nicht kämpfen für diese Verfassung. Mhm. Und durch die eine Gefahr, die ich völlig unterschätzt habe, die Migranten, ein Teil der Migranten, ist im Grundgesetz nicht angekommen. Ja, haben einen Teil den Hass auf Israel mitgebracht. Ja, aber und dann gibt es die Systemverächter, die Freiheitsverächter. Mhm. Und eines habe ich mir vorgenommen, als ich anfing, Politik zu machen. Ich war nicht sicher, ob das gelingen würde mit der Demokratie. Das darf nicht mehr passieren. Das heißt, die Deutschen haben eine besondere Verpflichtung, sich von Antisemitismus, Rassismus fernzuhalten. Als einziges Volk auf der Welt, was die Belgier und die Franzosen machen, das beunruhigt mich auch. Aber ich lebe hier mit dieser Tradition. Mhm. Und wir haben eine Erinnerungskultur aufgebaut. Ja. Wir haben uns aktiv erinnert an das. Und das hat diese Demokratie stark gemacht. Und das darf nicht verloren gehen.
Die Frage ist, ist es vielleicht zum Teil schon verloren gegangen, wie Sie gerade andeuten? Oder anders gefragt, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie mitkriegen, wie jüdisches Leben gerade geschützt wird in diesem Land? Wie Synagogen beschützt werden müssen schon seit vielen Jahren? Wie zum Beispiel Zeitungen wie die Jüdische Allgemeine, die bitte kriegen, stellt uns bitte die Zeitung so zu, dass man nicht erkennen kann, dass hier Menschen jüdischen Glaubens beispielsweise wohnen. Dass man die Kippa unter einem Baseball-Cappy trägt beispielsweise, damit man bloß nicht sieht, was dieser Mensch darunter eigentlich glaubt und dass er Jude ist. Ja. Was geht Ihnen dann durch den Kopf, wenn Sie das hören? Ich bin zutiefst erschrocken. Also ich habe nach dem Krieg gab es eine Schändung der Kölner Synagoge. Eine. Und das hat einen Aufruhr gegeben, öffentlich. Wir haben darüber diskutiert. Und jetzt gibt es unzählige antisemitische Gewalttaten, antisemitische Signale. Ich meine, man kann natürlich Herrn Netanyahu und seine Politik kritisieren. Ja? Der ist ein Unglück für dieses Land. Man kann sagen, die Palästinenser haben bestimmte berechtigte Wünsche, aber niemals Antisemitismus. Und das ist in dieser Dimension, Herr Lanz, wie ich es jetzt erlebe, habe ich es noch nie so erlebt. Es mag schlafend irgendwo gewesen sein, aber wir haben es nicht so wahrgenommen. Sie haben mit Recht gesagt, ist ja schon eine merkwürdige Situation, dass vor jeder Synagoge ein Polizeiwagen stehen muss. Ja, wann hat das eigentlich begonnen? Ich meine, ich habe es gerade erwähnt, Sie waren Innenminister, 78 bis 82. Ja. Wann hat das begonnen? Wie war das zu Ihrer Zeit? Seit wann muss eine Synagoge in Deutschland so geschützt werden, wie es im Moment der Fall ist? Ich glaube, es gab ruhigere Zeiten. Es gab ja dann eine Welle, nicht? Auch in den letzten Jahren ging das ja schon los. Ja, das ist dieser Anschlag in Halle und so weiter. Eine geheime Sympathie. Übrigens sagt Herr Heidmeier, ein sehr guter Analytiker unserer Situation, ein Teil des Bürgertums ist verroht, eine Minderheit. Das heißt, sie nimmt andersdenkende Minderheiten, Schwache, Schutzbedürftige nicht mehr wahr. Nochmal zu Ihrer Zeit, Herr Baum. Wie war das da? Wir kennen noch den Schlachtruf, ne? Unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren und übrigens, so weiter. Übrigens auch am 9. November so. Hier in Hamburg. Richtig. Später, ja. Ja. Also das heißt, wie war das zu Ihrer Zeit? Das Antisemitismus, woher kam der? Also, und wie hat der sich manifestiert? Also wir hatten eine starke Fixierung auf die Gefahr von links. Die war auch berechtigt. Da gab es die Sowjetunion, die hat uns bedroht. Da gab es die DDR, da gab es... Also wir waren fixiert auf die Gefahr von links. Also als meine Mutter ein Haus suchte in Köln, wo sie bauen konnte, haben sie gesagt, Frau Baum, bleiben Sie linksrheinisch. Verstehen Sie? Rechtsrheinisch war gefährdet. Ja. Weil? Ja, durch russische Truppen eines Tages. Okay. Nicht. Also wir waren fixiert auf den Link, auf die Bedrohung von links und haben nicht wahrgenommen, dass es zum Beispiel ein jüdisches Ärzte-Ehepaar in Bayern ermordet worden ist. Dass es ein Oktoberfestattentat von einem rechten Extremisten gegeben hat, mit den meisten Toten in der Republik, meisten Toten durch einen solchen Anschlag. Das heißt, der Rechtsextremismus war nicht im Bewusstsein. Ich kann mich nicht erinnern, dass er so antisemitisch war. Wehrsportgruppe Hoffmann. Wehrsportgruppe Hoffmann. Zu Ihrer Zeit. Ja, habe ich verboten. Und die Bayern. Wer waren diese Leute? Das war eine Truppe, die Übungen gemacht hat und mit undemokratischen Mitteln an die Stabilität dieses Staates heranwollte. Würde man heute sagen Reichsbürger? Ja, würde man in diese Richtung. Also geht in die Richtung. Wir haben sie verboten, weil sie eben absolut verfassungswidrige Aktivitäten entfaltet hat. Und zwar mit Waffen. Nee. Wurden ja jetzt auch beschlagnahmt in dem Zusammenhang. Und trotzdem noch mal die Frage. Antisemitismus, der Hass auf Juden, der Hass auch auf Juden und Kinder jüdischen Glaubens in deutschen Klassenzimmern. Ja. Ich meine, wir haben auch in dieser Sendung so häufig in den vergangenen Jahren darüber gesprochen.
Wir haben die Klage gehört und auch darüber gesprochen, wie gefährlich es mittlerweile ist, mit einer Kippa beispielsweise durch Neukölln zu gehen. Ja. Das wurde hier immer wieder berichtet. Aber es wurde irgendwie nicht gehört. Und jetzt ist plötzlich das große Erschrecken da, wir haben da ein Problem. Ja, also es ist, offenbar wird jetzt vieles vermischt. Nicht mal die Politik von Israel, kritikwürdig. In mancher Hinsicht. Der Beste, den es gegeben hat, war Rabin, der ist ermordet worden. Und dann kam der unselige Netanjahu mit seiner rechten Truppe jetzt. Nicht wahr? Muss ich mal vorstellen. Der hat diese Koalition gezimmert, weil er einer Bestrafung entgehen will. Er hat sein persönliches Schicksal an die Zukunft des Landes sozusagen gebunden. Es ist schrecklich. Aber für die Israelis, die sagen, sein Schicksal hängt auch an diesem Krieg. Deswegen hat dieser Mann kein Interesse, sagen Leute, die so argumentieren, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört, weil er danach politisch erledigt sein wird. Er hat überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr, Herr Lanz. Er müsste weg. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Da müssten ich war jetzt in Israel in diesem Jahr. Ich habe mit den Leuten gesprochen, die gegen die Verhunzung der Verfassung demonstriert haben, also gegen die Aufhebung rechtsstaatlicher Regeln. Und das waren ja Millionen auf der Straße. Das ist auch Israel. Und da gibt es eine Opposition, da gibt es Liberale, gibt es Sozialdemokraten. Radikale. Ja. Aber im Grunde ist das jetzt eine ganz unglückselige Situation, dass dieser Mann verantwortlich ist jetzt für die Kriegsführung. Und wo ist eigentlich, was ist sein politisches Ziel? Was will er denn erreichen? Ja. Er hat nichts dazu beigetragen oder sehr wenig, dass es zu einem Ausgleich gekommen ist mit den Palästinensern. Ist sehr schwierig. Wahrscheinlich ist die Gelegenheit lange Jahre verpatzt worden. Die Siedlungspolitik ist ja auch angreifbar. Er hat die rechten Radikalinskis sozusagen in seine Regierung genommen und die haben aggressiv in Westjordanland gewirkt. Genau, ist auch noch mal ein ganz anderes Thema. Und ich finde es gut, dass Sie sehr sauber auch differenzieren und sagen, Hass und Hetze gegen Juden ist etwas anderes, als israelische Politik zu kritisieren. Ja. Und das darf man auch, und das ist auch legitim, und das ist auch auf deutschen Straßen legitim. Absolut. Trotzdem noch mal die Frage an Sie, wobei vielleicht noch eine Zwischenfrage, Herr Baum. Ich habe dieser Tage darüber nachgedacht, Putin ist über 70, Netanjahu ist 75. Und dann gibt es noch ein paar andere, auch in Teheran und anderswo. Ist es nicht Wahnsinn, was alte Männer gerade so auf der Welt anrichten? Ja, und möglicherweise wieder anrichten. Denken Sie an Trump. Ja, richtig. Ich habe gestern einen ganz unruhigen Tag verbracht, als ich gelesen habe, er hatte den Umfragen den Biden überholt. Ne? Wäre ja entsetzlich. Auch ein alter Mann. Nein. Also, ich habe das Gefühl, dass die Jugend der Welt unfassbar die Nase voll hat von diesen alten Männern, die sie immer wieder in neue Konflikte, neue Kriege und neues Unglück führen. Aber was ist da passiert, dass zum Beispiel an einem amerikanischen Universitäten die Studentenschaft gespalten ist? Ein Teil ist also der Judenhass von links, durchaus mit einem gewissen Verständnis unterwegs für die Aggression. Wie erklären Sie sich das? Das ist ja sehr interessant, in diesen Tagen auch viel besprochen. Der Judenhass von links. Ja. Und was auch hier in der Sendung immer wieder auch beklagt wird, ist auch in diesem Land dieses dröhnende Schweigen von links, von vielen Aktivisten, die sich nicht klar positionieren. Ja, das halte ich für ganz gefährlich. Es geht ja um mehr. Wir haben das ja eben schon erwähnt. Es geht um die Zukunft unserer Demokratie. Nicht? Sie ist nicht unmittelbar gefährdet, aber wenn es so weitergeht, dann müssten eigentlich die schweigend da sitzen und glauben, das Grundgesetz sei ihnen in den Schoß gefallen, endlich sich melden. Das tun jetzt Gott sei Dank einige Schriftsteller, habe ich gelesen. Es gibt eine ganze Liste. Da ist der Dost Grünmann dabei und viele andere, die gesagt haben, wir müssen jetzt unsere Stimme erheben. Nicht nur gegen Antisemitismus, für diese Verfassung, die muss gelebt werden. Und die Gleichgültigen sind gefährlich, diejenigen, die die Verfassung angreifen, sind gefährlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, wo ist eigentlich die politische Bildung geblieben? Es gibt junge Leute, die fordern wir auf, die Verfassung zu verteidigen. Und sie wissen gar nicht, was das ist.
Ich will das nicht verallgemeinern. Aber ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn die FDP eine, als Freiheitspartei eine Bewegung in Gang setzte. Verteidigen wir unsere Demokratie gegen alle Gefährdungen. Und der Antisemitismus ist eine elementare Gefährdung. Die FDP ist in manchen Umfragen bei 4%. Ja. Was ist überhaupt, dazu konnte ich meine Menge recht? Sagen. Das fällt jetzt aus dem Rahmen. Nee, nicht? Fällt es nicht zu Recht? Ist sie zu Recht dort, bei diesen 4%? Es reicht nicht, was sie macht. Verstehen Sie? Sie macht in der Ampel, hat sie ihre Position, da ist vieles in Ordnung. Aber sie muss darauf achten, dass die Ampel insgesamt funktioniert. Dass wir das Gefühl haben, wir werden gut regiert. Und sie muss dem Liberalismus Atem verleihen, ein Lebensgefühl zum Ausdruck bringen, in diesen Umbrüchen sagen, was bedeutet Freiheit in einer Situation, wo wir die Zukunft neu denken müssen. Erklärt das jemand gerade? Gibt es Menschen, die das wirklich erklären? An der Spitze dieses Landes? Ich zögere mit der Antwort. Ich merke es. Ja. Wir müssen den Menschen so vieles erklären. Und warum tun wir das nicht, Herr Baum? Ich weiß es nicht. Da gibt es eine Angst vor der Wahrheit. Sagen wir doch den Menschen die Wahrheit. Es geht nicht so weiter. Es geht aus vielen Gründen nicht so weiter. Mhm. Und Sie müssen ja nicht mehr gewählt werden, Herr Baum. Sie könnten das erklären. Was passiert da eigentlich gerade? Ich meine, ich habe neulich Yuval Noah Harari zugehört, Geschichtsprofessor aus Jerusalem. Wahnsinnig interessanter Denker und Autor. Der sagt, es geht hier jetzt etwas zu Ende in der Geschichte der Menschheit, die friedlichste Phase überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Könnte sein. Und er weist darauf hin und sagt, vor 10 Jahren waren die Kriege, die Konflikte weltweit auf einem Tiefstand. Ja. Es gab kaum Länder, die andere überfallen haben, die versucht haben, andere Länder zu vernichten und so weiter. Das ist vorbei. Ja. Die Pandemien sind zurück. Das heißt, er sagt, wir müssen wirklich dringend unseren Kurs ändern, weil, dritter Punkt, wir auch dabei sind, das zu verlieren, was man die demokratische Mitte nennt. Ja, wir werden, das ist auch ein neues Element, das Internet. Wir werden von Hass überflutet im Internet. Allein jetzt diese Meldungen, Falschmeldungen über den Nahostkonflikt, Tausende. In wenigen Tagen 30.000. Wer nimmt das wahr? Und es ist wirklich so, dass wir eine Phase, die wir mit großem Optimismus gesehen haben nach dem Krieg, nämlich dem Optimismus, die Weltmenschheit ist zur Besinnung gekommen. Nehmen Sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wird jetzt am 10. Dezember 75 Jahre alt. Wir schreiben diese allgemeine Erklärung. Wir, das waren alle Religionen, alle Weltkulturen, weil wir sehen, dass das Gewissen der Menschheit durch die Barbarei zutiefst verletzt war. Und dann kam die Charta der Vereinten Nationen und hat gesagt, Frieden ohne Menschenwürde geht nicht. Und die Gräuel des Krieges muss beseitigt werden. Und es gibt keine Autorität, die Kriege führen kann, es sei denn Selbstverteidigung. Also das war eine Phase der Besonnenheit. Und dass das nicht immer gehalten hat, das wissen wir. Aber es war ein Maßstab. Und ich fürchte, dieser Maßstab geht, wenn wir nicht wirklich jetzt dringend etwas tun, geht zu Bruch. Wie kommt das? Wie kommt das, dass Leute plötzlich diese Demokratie, diese liberale Art zu leben, plötzlich nicht mehr wirklich zu schätzen wissen? Zeigt sich da sozusagen auch eine Schwäche unseres Systems? Insofern als, wenn Sie Putin sind und jemand muckt auf, dann packen Sie den in ja, Knast ja, und nie wieder ja. raus. Nawalny ist das Stichwort, Sie kennen den ja, Mann. Ja, ja. Haben Sie immer noch Kontakt zu ihm? Ja. Also jetzt ist er in einem Straflager. Also ich weiß, genau. Es ist große Mühe, dass ein Anwalt überhaupt zu ihm kommt. Aber vorher war das anders. Sie hatten immer wieder Kontakt mit ihm, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Sie sind jemand, der weltweit sehr respektiert wird für den Kampf um Menschenrechte, der als Anwalt, als Vermittler auch immer wieder eingeschaltet wird. Das nötigt mir sehr, sehr großen Respekt ab. Weil ich frage mich dennoch, zeigt sich da eine Schwäche unseres Systems? Wenn Sie Xi Jinping sind,
und Sie haben ein Problem mit Uiguren, dann buchten Sie die Leute einfach ein. Dann sperren Sie die einen in Konzentrationslager und haben offiziell sozusagen Ruhe. Wenn Sie Putin sind, sperren Sie Nawalny ins Lager. Das. Wenn Sie ein autoritärer Anführer irgendwo in Afrika sind, machen Sie genau das Gleiche. Wenn Sie eine Demokratie sind, dann müssen Sie die Meinung des anderen ertragen. Und nicht nur das. Wenn Sie ein echter Demokrat sind, dann würden Sie jederzeit alles dafür tun, um selbst eine Meinung, die Ihnen nicht passt, zu verteidigen, weil Sie sagen, das muss sein, das ist in Ordnung so. Aber in dem Moment, wo Sie diese beiden Meinungen so verteidigen müssen, kommen Sie zu dem Problem, Stichwort Essen, dann sehen Sie plötzlich die Polizei vor Islamisten in Essen stehen und Sie spüren diese Hilflosigkeit, weil da sehen Sie Fahnen, die so aussehen, als würden Sie zum IS gehören. Aber sie sind nicht wirklich IS-Fahnen. Dann steht da irgendeine Sure aus dem Koran drauf. Dann kann man immer sagen, Freunde, was wollt ihr eigentlich? Wir haben hier lediglich ein Wort unseres Propheten drauf. Das sind Bilder von vergangener Woche in Essen. Ich weiß. Und sie spüren diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht eines Staates. Und dann sitzt hier wieder jemand in der Sendung und sagt, da muss jetzt die ganze Härte des Gesetzes. Ja. Und wenn man danach fragt und sagt, was ist denn die Härte des Gesetzes, dann merkt man ganz schnell, es ist Demokratie. Ein großer Teil dessen, was Sie da sehen, sogar das, ist mit Meinungsfreiheit begründet, schlicht und ergreifend. Also ich will's. Und dann sehen Sie, noch ein letztes Beispiel, noch nur ein Satz noch. Ich habe mitgekriegt, in Frankreich wurde jetzt eine junge Frau zu 5 Monaten Haft, 5 Monate Knast, verknackt, weil sie auf eine Kippa gespuckt hat. Ja. Das ist sehr drastisch. Aber es ist der eine Fall, der mir so bekannt ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das auf Dauer so durchhalten lässt. Das heißt, kommen wir da an Grenzen einer Demokratie? Und steht deswegen unser ganzes System so auf dem Spiel, weil es so angreifbar ist? Also, Sie haben von Ohnmacht gesprochen. Ja. Ich will das mal auf die Spitze treiben jetzt. Die Ohnmacht ist auch unsere Stärke. Das stimmt. Nicht? Also wir haben eine Demokratie, in der vieles möglich ist. Mhm. Sie können Meinungen äußern bis zum Äußersten. Sie können auch demonstrieren, soweit Sie bestimmte Regeln... Nach dem Motto, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich würde alles dafür tun, dass du sie jederzeit sagen darfst. Also wir haben bewusst eine Demokratie aufgebaut, aber nicht so, dass wir diese Freiheit preisgeben für die Leute, die die Demokratie abschaffen wollen. Hat der Carlo Schmitt mal am Ende der Beratung zum Grundgesetz gesagt, ihr müsst aufpassen, dass nicht die drankommt, die unsere neue Freiheit, das Grundgesetz missbrauchen, um es abzuschaffen. Mhm. Das hat ja Goebbels gesagt. Da ist er 1930 in den Reichstag gewählt worden und sagt, jetzt werden wir mit euren parlamentarischen Mitteln euch vernichten. Das ist der Punkt. Nee. Ich glaube, wir sollten diese Stärke, wir sind ein freier Staat. Mhm. Das ist der Preis. Mhm. Ja? Wir sollten das nicht in Zweifel ziehen. Aber umso mehr müssen wir dafür sorgen, dass das den Menschen bewusst wird und dass sie sehen, was passieren kann, wenn wir es nicht tun. Sie sagen selber, Herr Baum, es gibt da gerade eine ernstzunehmende Vertrauenskrise zwischen Regierenden und Regierten. Ja. Und wenn Sie sagen, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht ernsthaft verrutscht, die Frage, woher kommt das und was ist dagegen zu tun? Also einmal muss man sagen, die Situation ist wahnsinnig komplex. Also wer konnte das voraussehen, als die Koalitionsvereinbarung geschrieben wurde, was da alles noch passiert? Dann ist 3 Parteien jetzt Bundesampel, die zum Teil weit auseinander sind, ihren Grundgefühlen, Grundansichten. Die müssen sich zusammenraufen. Keine Entschuldigung. In dieser Situation haben die Menschen Anspruch, aufgeklärt zu werden, dass ihnen die Dinge erklärt werden, dass sie ihnen möglicherweise die Politiker auch sagen, wir wissen selber nicht genau, wie das weitergeht. Wir bemühen uns, also auch Schwächen zeigen und nicht immer alles versprechen, sondern auch sagen, es ist nicht Beispiel, alles. Beispiel? Migration, ja. Da können Sie natürlich sagen, alle müssen raus, die nicht hier Aufenthaltsstatus haben. Rechtlich ja, aber es ist wahnsinnig schwer, das zu machen. Ja. Also Sie sagen, Sie vermissen den Innenpolitiker, der sich hinstellt und sagt, pass auf, wir können uns das alles wünschen, wir können auch rechtlich alles begründen, aber die Wahrheit, die ihr alle nicht hören wollt, ist,
wer hier ist, ich habe dieser Tage eine Zahl gelesen, 99% derer, die es irgendwie in die EU schaffen, bleiben. Ja, das ist jetzt in dieser Situation schwierig zu vermitteln. Es ist auch nicht. Ja, aber es ist die Wahrheit ganz offenkundig. Die Wahrheit ist, dass das eben sehr, sehr schwer ist. Dann würde ich sagen, wir bemühen uns nach besten Kräften. Ja. Das will keiner mehr hören. Das will keiner mehr hören. Und dann wählen sie eben AfD. Wobei ich der Meinung bin, die Motivation, AfD zu wählen, beruht nicht nur auf dem ungelösten Migrationsproblem. Sondern also nach die Vorstellung, wir lösen das alles und der Spuk ist vorbei, ist absolut falsch. Absolut falsch. Worauf beruht das noch, was würden Sie sagen? Es ist eine Strömung im Gange der Systemverachtung. Ja, also auch der Regeln, nach denen wir leben, also der Meinungsfreiheit, nicht? Also das sagen uns diejenigen, die, es gibt eine neue Studie der Ebert-Stiftung zum Beispiel, da erschreckend, wie viele Leute manifest rechtsextremistisch sind. Nicht? Und das heißt, sie leben das, was wir aufgebaut haben. Nach dem Krieg. Wir haben doch eine geglückte Demokratie aufgebaut. Ich will jetzt nicht alles in Grund und Boden reden. Nicht? Wir haben ein unglaubliches Potenzial, auch Krisen zu bewältigen. Mhm. Was wir aufgebaut haben, müssen wir bewahren. Und dazu gehört Europa. Ich frage mich ja, was haben diese Leute eigentlich vor, die Europa wieder zurückentwickeln wollen in Richtung auf Nationalstaat? Haben sie vergessen, dass unser Grundgesetz in der Präambel die Verpflichtung der Deutschen enthält, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen? Das ist ein Lebenselement. Es gibt auf der ganzen Welt keine 27 Staaten mit einem frei gewählten Parlament. Ja, ich überlege gerade, haben die vergessen, was wir eigentlich erlebt haben? Ich meine, die EU, also unter Vorläuferorganisationen auch, wurde gegründet von den Verlierern des Zweiten Weltkriegs. Ja. Wenn Sie nach Osteuropa schauen, ist eine völlig andere Situation. Ja, ja. Es hat eine andere Geschichte, eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja. Und wenn man sich, das kommt sozusagen aus dem Nationalstaatsgedanken heraus, eine völlig andere Geschichte. Ja. Diese Demütigung an dem Punkt, die Lehre daraus, das Erschrecken darüber, was man selber angerichtet hat, das gab es da so nicht. Ja. Und ich frage mich da manchmal, ob wir jemals in der Lage sein werden, das zusammenzuführen, diese Mentalität, wenn man so will, auch zusammenzuführen. Und ich würde Sie gerne fragen, Herr Baum, als jemand, der ein sehr, sehr guter Jurist ist, der Innenminister war, macht Ihnen das Angst, wenn Sie darüber nachdenken, wie leicht es eigentlich geht, ein System wie unseres von innen heraus anzugreifen? Wenn man sich das mal anschaut, in Ungarn zum Beispiel, auch in Polen, da kommt ja keiner und sagt, guten Tag, ich bin der Autoritarismus und jetzt errichten wir hier eine was auch immer für eine Staatsstruktur. Und wir übernehmen die Macht und oder in Israel zum Beispiel, Netanyahu. Das war ja nicht, wir versuchen jetzt einen Staatsstreich, sondern das geht so salamitaktikmäßig. Deswegen waren ja dann auch so viele Menschen auf der Straße und gesagt, nee, wir mehr spüren, was ihr da gerade vorhabt. Aber in Ungarn zum Beispiel, das sind gewiefte Juristen, Konservative im Machtrausch, die an die Macht gekommen sind oder die Kaczynskis auch in Polen. Und dann dreht man an so ein paar Hebel und sagt zum Beispiel, ihr sagt doch immer, die Justiz ist überlastet. Ja. Hier haben wir neue Richterstellen für euch. Besetzen wir dann aber mit unseren Leuten. Ja. Oder wir setzen die Altersgrenze nach unten und schicken alle, die uns nicht passen, damit automatisch in die Rente. Trump hat das in Amerika, die Republikaner haben es genauso gemacht. Ja. Das heißt, das ist ganz leicht angreifbar. Ich ziehe es mal auf Deutschland, Thüringen. Da kommt jetzt Björn Höcke als großer Wahlsieger raus. Ja. Jetzt nur mal das Unmögliche gedacht. Ja. Der Mann wird jetzt Ministerpräsident, führt eine Koalition an und sagt dann, okay, als Erstes schaffen wir mal oder kündigen wir den Medienstaatsvertrag. Ja, und machen ein senderfreies Thüringen, was auch immer. Ja. Wie das geht, was da alles möglich ist,
Das ist irgendwo in den Untiefen der thüringischen Verfassung sozusagen drin. Damit hat sich nie einer wirklich beschäftigt. Oder aber Verfassungsrechtler sagen, das geht. Ja, kann man machen. Natürlich. Was dann? Es gibt ein gewisses Quorum, beispielsweise bei der Benennung von Richtern zum Bundesverfassungsgericht, dass jede Entscheidung blockieren kann. Also ich könnte mir in Thüringen zum Beispiel vorstellen, die schaffen das Gesetz über den Verfassungsschutz ab. Ne? Werden sie nicht mehr beobachtet. Zum Beispiel. Nicht? Also Herr Lanz, es ist ja schon jetzt eine Situation, dass Sie in allen Parlamenten sitzen, Kommunalparlamenten. Auch wenn Ihre Anträge nicht durchgehen, haben Sie einen gewissen Einfluss auf das Klima, sie auf treiben die Meinungsbildung. Denken Sie mal an die Kunstfreiheit oder an die Medien, die Rundfunkfreiheit. Mhm. Da sagen konservative, demokratische CDU-Politiker, die Berichterstattung des öffentlichen Rundfunks unausgewogen. Das sagt die AfD. Aber das ist, da ist schon die Anpassung im Gange. Nicht? Also das heißt, der Satz von Gauland, der berüchtigte Satz, wie werden Sie jagen? Erinnern Sie sich an den Satz natürlich. Vor ein paar Jahren? Ist der Realität geworden? Na, so haben wir uns nicht jagen lassen, aber wir sind nicht widerstandsfähig genug. Es gibt eine Verführung, von der Sie eben gesprochen haben, eine Verführungsmöglichkeit zur Unfreiheit. Ja, es gibt Menschen, die sich verführen lassen. Und die wählen, die ihnen schaden. Nicht? Also gar nicht bewusst sind, was sie anrichten. Nicht? Trump schadet Amerika und der ganzen Welt. Und trotzdem hat er Anhänger. Also die Verführung zur Unfreiheit im Grunde müssen wir immer geschichtsbewusst überlegen, wo kommen wir her? Wir kommen aus der Aufklärung. Wir kommen von der großen Bewegung im 18. Jahrhundert, Französische Revolution, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Wir kommen von Kant, die Menschenwürde jedes einzelnen Menschen. Und die wird ja bestritten. Im Antisemitismus wird den Juden diese Menschenwürde abgesprochen.